Das Theater Brama zieht in den renovierten Güterbahnhof der Stadt Goleniów, Polen. Das Gebäude hat eine bewegte Vergangenheit. 1945, als die Stadt noch Golno hieß und in Pommern lag, sind von hier aus die Deutschen vor der Roten Armee Richtung Westen geflohen. Anschließend, nachdem sich die polnischen Grenzen Richtung Westen verschoben haben und aus Golno Goleniów wurde, sind Polen aus Zentralpolen und den ehemals litauischen, weißrussischen und ukrainischen Westgebieten angesiedelt worden. Der Bahnhof ist ein Ort des Transits, des Gehens und Kommens, der Abschiede für immer und des ungewissen Neuanfangs. Co roku pod koniec lata Teatr Brama organizuje festiwal teatralny Bramat. Z okazji otwarcia nowej siedziby teatru w budynku byłej rampy dworca kolejowego ma powstać multimedialny spektakl dla mieszkańców miasta i gości z całego świata, który opowie historię ucieczki i przesiedlenia. Spektakl nazywa się Stacja Świadek, Station Zeuge. Wir, Editha und Michał aus Polen und Thomas aus Deutschland, arbeiten in Berlin zusammen. Wir sind FilmemacherInnen und AutorInnen, wir arbeiten soziologisch und historisch. Wir werden vom Theater Brama mit Recherche, Planung, Konzept und Durchführung der Show beauftragt. Odnajdujemy świadków czasu w Berlinie, w Mölln i w Goleniowie, którzy opuścili Golno jako dzieci pod koniec wojny w 1945 roku. I w tym samym roku przyjechali już do polskiego Goleniowa. Większość z nich ma ponad 80 lat. W dzieciństwie albo musieli uciekać, albo zostali przesiedleni. Jakie są ich wspomnienia? Dazu muss ich auch noch eine ganze tolle Story erzählen. So. Wir haben ja, also, wollen wir mal so sagen, also ein Mühlenhaus gehabt. Ich möchte nicht irgendwie übertreiben, aber es wurde mir immer gesagt, also diese Straße, das ist die Doktorstraße, Doktorenstraße, weil dort die, oder Ärzte, also hauptsächlich Ärzte gewohnt haben. So. Und das Weihnachten 44. Man kam da rein, da hatten wir ein Klavier. Und auf diesem Klavier, da saßen die ganzen Puppen und oben saßen die Teddys so. Was wir alles bekommen hatten, weil wir ja zwei Omas hatten und die Tante und noch eine Tante, alles. Und wir, die saßen dort alles, diesen ganzen Blick. Wir haben ja auch drei Kinderwagen, die Puppenwagen bekommen da Weihnachten. So. Und diesen Blick, wie oft ich dieses noch so in Erinnerung habe. Und dann sind wir ja mit und von den Puppen ist nichts irgendwie mitgenommen worden, gar nichts. In Waren hatten wir ja auch Sachen. Und also diesen Blick hast du immer noch wie, nein, nein, das lassen wir alles hier. Wir kommen ja, hieß es da, wir kommen ja sowieso bald zurück. Ja, wurde uns über Januar dann geflüchtet sind. Und dieses Bild hast du noch genauso in Erinnerung. Auch genauso wie der Vati da einmal nachts da mit Gasmaske da, mit dieser Maske da bei uns im Schlafzimmer stand. Ne? I ten transport właściwie tutaj, no po prostu było powiedziane, że no gdzie, na Dziki Zachód, tak się określało, no bo nie wiadomo co na Zachód, to zupełnie nieznane. I tak jak tu po drodze, jak się była ta, no też różnie zatrzymywali się, także ta podróż trwała dość długo.
chyba ponad, no prawie 2 tygodnie chyba jechali. Więc także w różnych miejscach się i niektórzy, a to się mówi, że zatrzymamy tutaj, wysiedli. To tak na tej zasadzie i na te po prostu miejsca, gdzie, no i dojechali tutaj u nasi, to do Stargardu, potem dalej, no i przy Dąbie do Goleniowa. Ale miejsce takie na ziemi to jest właśnie Goleniów. To miejsce moje na ziemi. No jednak bardzo jestem z tą ziemią. I zawsze to jest coś niesamowitego. I tak później nawet troszkę teraz zaczęłam rozumieć, jak człowiek się dorasta, zaczynam rozumieć rodziców. Bo jednak co dzieciństwo, cokolwiek, to się zawsze kojarzy z czym. Chociażby nie wiem, jak było gorzej, źle, ale to było jednak ktoś bliski. Czy nawet koleżanka, czy koledzy, czy w ogóle wszyscy wkoło, z którymi się żyło i przeżywało. Chwile piękne, radosne i smutne też, ale to wszystko łączy. Schreckliches eigentlich nicht. Schreckliches habe ich eigentlich so nicht erlebt. Ja, und lustig? Ja, wir haben schon manchmal Streiche gemacht, das will ich mal sagen. Also, wir hatten ja in der Schule, auch in der letzten Klasse, hatten wir auch einen Garten, Schulgarten. Da haben wir dann so ein bisschen selbst was anpflanzen können. Und dann sind wir eines Nachmittags hingegangen. Aber ich habe zu meiner Mutter gesagt, wir gehen in den Schulgarten. War aber nicht der Fall. Wir hatten uns was ganz anderes vorgenommen. Also, unser Kirchturm, der war ja nun im Krieg beschädigt, aber das ist ja wieder alles. Und die Kirche ist ja wieder schön gemacht. Heilige Katharina-Kirche. Ja, also, wir sind dann, ich bin dann zu dem Küster gegangen und habe gesagt, wir müssten einen Aufsatz über die Glocken schreiben, ob er uns den Schlüssel geben könnte. Und dann sind wir waren dann so 3 Mädchen, dann sind wir da in die Kirche gegangen und in den Turm nach oben gegangen. Wir wollten ja gar keinen Aufsatz schreiben, wir wollten nur ganz oben in die Spitze und wollten dann runtergucken. Das war ein ganz lustiges Erlebnis. Also wir haben den Schlüssel bekommen, rein in die Kirche und dann in den Turm. Erst kam der Glockenturm und dann ging es ja die Wendeltreppen hoch bis in die Spitze. Ja, und dann haben wir da die Fenster aufgemacht und haben runter zum Rathaus gerufen. Was haben Sie gerufen? Hallo, hallo, die Leute wussten ja gar nicht, wo das herkam, nicht? Nie powiedziałam tego, że dla siostra Maria szła do ludzi. Ona nie zwracała uwagi na to. Dla niej było mało ważne, czy jest takiego wyznania, czy nie jest praktykującym, czy jest na wysokim stanowisku, czy jest biedny, czy jest zamożny. Nie, czy jest takiego pochodzenia. Dla niej się liczył człowiek. Człowiek to jest to coś niesamowitego. I ona nawet, wydaje mi się, że swoją osobowością i spojrzeniem ona już leczyła. Z niej to tak jakoś płynęło, tak to naturalnie. Ja przynajmniej tak. Dobroć wchodziła do mieszkania, stawała przy łóżku i już wierzył ten chory, ta chora osoba, że ona jej mu da pomoc. Taka dobroć. Na naszym terenie była taką siostrą Teresą, jak ta z Kalkuty, tylko ta z Kalkuty żyła w zupełnie innych warunkach sytuacji, a nasza siostra była w innych. Ale to dobro jej takie było właśnie od siebie, takie ciepłe. I należałoby to już jako dorośli, rodzice, starsi powinniśmy mówić i przekazywać młodszym, że są tacy ludzie, że byli tacy ludzie, że bezinteresownie nieśli pomoc drugiemu człowiekowi. To jest rzadkie, ale bywa, bo w naszym społeczeństwie spotyka się takie perełki, że bezinteresownie, bez rozgłosu niosą pomoc. My nawet możemy o tym nie wiedzieć.
Ich war auch verheiratet, glücklich verheiratet, auch zwei erwachsene Kinder jetzt, Söhne. Und nach einem Trauerjahr, wenn man dann zur Ruhe kommt, dann bin ich auch nach, weil ich Verbindung hatte zu Dörde, doch mal wieder zum etliche Treffen hier in Mölln besucht und auch noch wieder Fahrten gemacht nach Gollnow. Und das letzte Mal, dann 2015, der Kreis wurde auch immer kleiner. Und dann lernte ich diese nette Dame da kennen beim Tanz. Und ich muss sagen, wissen Sie, es ist was anderes, wenn man eine Heimatfreundin kennenlernt, eine Dame oder auch einen Herrn. Man schwimmt so ungefähr auf der gleichen Länge. Wir haben unsere Erfahrungen ausgetauscht. Sie geflüchtet, ich geflüchtet, beide aus Gollnow, nicht zusammen zur Schule gegangen, weil sie etwas älter war. Aber die Gesinnung, an der Heimat zu hängen und davon zu erzählen, da gab es, ich will mal sagen, im ersten Moment gar keine Liebschaft, aber ich sah in dieser Dame und in dieser lieben Frau so viel Inniges, dass wir uns hätten stundenlang weiter unterhalten können. Und das ist schon für mich das Ergebnis gewesen, dass ich sage, ja, mit dieser Frau, da kannst du noch etliche glückliche Jahre verleben. Und dann haben wir uns verabredet, sie hat das auch vielleicht gar nicht erst so ernst genommen oder hat gesagt, naja, das ist, aber sie hat da Hoffnung da drin gesetzt, weil ich auch aus Gollnow war und das gleiche Heimatgefühl hatte und so. Das hat uns an und für sich vom ersten Gespräch an so verbunden. Toll. Und daraufhin habe ich sie dann nächsten Tag auch angerufen und dann war uns unser Schicksal sozusagen besiegelt. Na ulicy wiecznie zabawy były, to w zbijanego, to w chłopa, to w klasę, dziewczyny wiecznie miałyśmy jakieś, robiłyśmy domki, takie krzaki były, to wiecznie tam żeśmy odgarniały piasek, kupa jakichś małych dzieci, już żeśmy te dzieci prowadzały i już ja bym wchodziła w zawód wychowawczyni przedszkola i z tym poszłam potem już, tylko chciałam być albo nauczycielką, albo w przedszkolu pracować. Tak, że to jest, myśmy już przyjechali tymczasowo. Tymczasowo, że jednak wróci Niemiec i dalej nam weźmie. Nie wiem, jakie to myślenie było. Wiem, że jeszcze na strychu mama miała w takich workach lniany chleb suszony. Bo tego jedzenia potem były różne chwile, nie? Jak się dziś mówi, skórkę znalazło, to tą skórkę się żuło, mimo że była zapiaszczona, ale to był chleb. I ten chleb był bardzo szanowany. I były te całe wory chleba, to pamiętam. Na przykład zawsze mi mówiła, później czy kiedy, że żeby zawsze mieć jakąś taką kankę, że jak będziesz szła z taką kanką, to zawsze ci ktoś da wodę, to ci da mleko, może ci da ktoś jakiejś zupy. Różnie to było, nie wiem. Tu ten środek miasta, gdzie jest kościół, tutaj Grunwaldzka, jedne gruzy były. No to piekarnia tam, no to myśmy do tej piekarni gonili po chleb, no i po tych gruzach się ciągle ganiało, bo to jakieś szkiełko było, to jakiś garnek do zabawy, także całe zabawy to były w gruzach. Tu nawet koło domu mojego był też takie, pamiętam, łóżko takie ładne, metalowe, z cegłami zawalone. Te jakieś pieniążki się znalazły niemieckie. Także zabawy były w gruzach. Wir sprechen mit Eva Aberbuch, die das Museum der Stadt Gollenjow leitet und viel über die Geschichte weiß und viele Exponate hat, die sie uns großzügig leiht. Von der rostigen deutschen Tasse bis zum polnischen Nachkriegsbügel. Szczególny taki priorytet chyba w tych zbiorach zajmują kartki pocztowe. Nam, obecnym mieszkańcom, też ukazywały to miasto z zupełnie innej strony. My, urodzeni tutaj, albo ci, którzy przybyli w 1945 roku, znają Gollenjów zrujnowany, zniszczony, a biedny, bez lekarzy, ze świeżbem, ze szczurami, bez jedzenia. A patrząc na te kartki, widać takie pomorskie, spokojne, może nawet trochę prowincjonalne, ale
też nie biedne miasteczko, takie dobre do życia. Rozmawiamy z Józefem Kazanieckim, który pracuje w archiwum Urzędu Miasta w Goleniowie. Zna wielu ludzi i wiele historii z tamtych czasów i opowiada nam o chaotycznych początkach polskiego dzikiego zachodu. Und es ist so, dass ganze Ortschaften waren zu Einzug einbekannt, gepackt und nach West geschickt. Und die Leute, mehrheit von die Leute wussten nicht, wo die fahren, ja. Und plötzlich, es ist eine Station, raus, hier können sie gehen in die Stadt oder Umgebung und suchen sich ein neues Wohnung, ein neues Landwirtschaft. Wir präsentieren unsere Ergebnisse und planen zusammen mit den Theaterleuten das Konzept. Es wird eine Show geben, die das Publikum durch alle Räume des Bahnhofsgebäudes führt. Zaczynamy przygotowania. Do udziału w projekcie zostają zaproszeni między innymi studenci Uniwersytetu Artystycznego w Charkowie, studenci Szkoły Krytyków Teatralnych w Łodzi, niemiecka grupa teatralna Wheels, Brama Lab oraz wolontariusze z wielu krajów. Wszyscy będą obecni na przedstawieniu. Będziemy prowadzić warsztaty w Strzelewie, opowiadać wszystkim o historii Polski i Niemiec. Będziemy pracować ze scenografami i scenografkami, budować, inscenizować, próbować i dyskutować. Maybe we can take this. I have no clue about it. Nie można, nie wyda okno. Nie połóżcie, jeszcze tego mamy ten. Misza, poznaj tego, bo widzimy. Września 2021 roku rozpocznie się finałowy pokaz. Przybywają goście, w tym również nasi zaprzyjaźnieni świadkowie czasu z Meln i Hamburga, z którymi przeprowadziliśmy wywiady. Wegen Corona dürfen nur kleine Gruppen hintereinander das Gebäude besuchen. Sie werden zu viert durch den ganzen Bahnhof gehen. Guides werden sie dabei leiten. Zuallererst kommen Sie in einen Aufnahmeraum, damit alle BesucherInnen spüren, wie es ist, in einem fremden Land zu landen. Dann sehen die Menschen in einzelnen Zimmern kurze Szenen, dramatische Momente aus den Interviews, wie die Geschichte mit den Teddybären auf dem Klavier. Oder die Suche nach den eigenen Wurzeln. Bitte, bitte geben Sie mir Ihren Arm. Bitte einmal hier. 21, 22, 23, 24, 25. Sie fixieren schnell. Bisschen schnell. Ja, kein Kaffee. Kein Kaffee mehr. Kein Kaffee, Kaffee. Keine Zigarette.
Gollnow jetzt verlassen. Sie müssen 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 Gollnow jetzt verlassen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Sie müssen Gollnow jetzt verlassen. Los, wir müssen gehen. Alle. Alle, wir müssen gehen. Sie müssen Gollnow jetzt verlassen. Sie müssen Gollnow jetzt verlassen. Sie müssen Gollnow jetzt verlassen. Anschließend wird das Thema Flucht und Vertreibung auf einer Ebene gezeigt, die aus der Zeit herausgelöst ist. Zentraler Mittelpunkt ist ein großer Raum, der Wartesaal, wo man die Geschichten der Zeitzeugen hören kann. Die Besucherinnen und Besucher erhalten hier alle Geschichten auch auf Papier, damit sie sie später nachlesen können. Dann gehen sie weiter und kommen in den Außengang mit einer Tanzperformance der ukrainischen Studierenden. Danach kommen die Besucherinnen und Besucher in Räume, die zum Nachdenken anregen, wie zum Beispiel eine Installation mit alten Hausschlüsseln.
Jetzt geht es weiter in den Raum der Poesie. Hier können die Menschen Gedichte zum Thema Flucht und Heimat lesen, ihnen zuhören und viel entdecken. Zawsze uważałem, że to błąd powiedzieć emigranci. Przecież nie wyemigrowaliśmy z własnej woli. Nie wybraliśmy innego kraju, aby zostać w nim być może na zawsze. Uciekliśmy. Jesteśmy wysiedleni. Jesteśmy wygnani, a ziemia, która nas przyjęła, nigdy nie będzie ani naszym domem, a tylko wygnaniem. Aus ihren Lagern bis hierher sind wir doch selber fast wie Gerüchte von Untaten, die da ankamen, über die Grenzen. Jeder von uns, der mit zerrissenen Schuhen durch die Menge geht, zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt. Aber keiner von uns wird hier bleiben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Dann kommen Sie zum Raum der Zukunft, der von der Kindergruppe des Theaters gestaltet wird. Damit ist der Weg von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft zu Ende. Nein, noch nicht ganz. Im Café im Keller gibt es ein Live-Konzert mit deutschen und polnischen Liedern von den 40er Jahren bis heute. Spektakl poruszył zarówno mieszkańców Goleniowa, regionu, jak i międzynarodowych gości festiwalu. Wiele osób mogło emocjonalnie przeżyć przedstawione w spektaklu historie i doświadczenia. Świadkowie czasu dzielili się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. Młodzi ludzie poznali historię miejsca, w którym żyją. Ale najbardziej poruszające było spotkanie polskich i niemieckich świadków czasu, dzieci wojny. Ludzie, którzy w dzieciństwie przeżyli wojnę, których narody były wrogami. Pomimo różnych doświadczeń spotkali się po raz pierwszy na stacji Świadek. Schöne Gäste, ich möchte euch was sagen. Ich und wir hier wollen sagen, dass wir euch total verstehen. Eure Situation damals in 45 und wir wissen, wie schwer das für euch sein musste. Rozumiemy was dlatego, że w takiej samej sytuacji znaleźli się nasi Polacy z Kresów. Ale złote! I do miłego zobaczenia! Wir sehen uns bald! Seniorzy, spotkajmy się, bo takie chwile już nie wrócą. Eine Lücke in der Geschichte hat sich geschlossen. Eine Versöhnung hat stattgefunden. Heute, fast ein Jahr später, ist die Realität aber eine ganz andere. Die jungen Frauen aus der ukrainischen Theateruniversität müssen in Westeuropa neu anfangen. Die jungen Männer müssen in den Krieg ziehen. Wann hört die Geschichte auf, sich im Kreis zu drehen?